Moin ihr Lieben, seid gegrüßt. So, zwei Trainings liegen hinter mir, zwei noch vor mir. Ein kleines Resümee, da aus den ersten beiden Trainings schon einige Kotzanfälle resümierten. Es geht um diese Hundeplätze oder Ansammlung oder Treffpunkte in irgendwelchen Parks, auf irgendwelchen Hundewiesen, wie es dann so schön heißt, wo man sich dann trifft, den Hund vom Karabiner lässt und den schön, dass er sich mal freilaufen kann. So, es war jetzt in beiden Fällen heute so, dass einmal im Prenzlauer Berg oder auch einmal bei mir hier in Heiligensee, dass diese Hundewiesen, das ist ein einziges Sodom und Gomorra. Nichts von dem, was da passiert, hat irgendetwas Heilsames in der Erziehung, in der Ausbildung und im Lernen für eure Hunde. Die, mal abgesehen davon, dass es immer verbrannte Erde ist, weil die Hunde gehen an diese Wiesen ran und sind schon völlig drüber, weil sie halt mit diesen Wiesen halt auch immer diese Energie assoziieren, die da halt eben aufgerufen wird. Wenn ich da mit Hunden mich treffe und ich sage, okay, wollen unsere Hunde zusammen kurz interagieren? Super, wir leihen die Hunde ab, wir sind beide fällt auf dem gleichen Level, was das Eingreifen angeht oder was das Lernen angeht. Unsere Hunde sollen eine schöne Zeit haben. Dann haben wir beide das miteinander ausgemacht. So, dann kommt der dritte, vierte und fünfte Hund dazu. Die Leute sind irgendwo noch in Meppen und noch auf dem Fahrrad und lassen ihre Hunde schon mal vorlaufen. Die schießen schon mal bei uns rein. So, das heißt also, wir müssen uns dann schon um diese Hunde kümmern. Die Hunde, die dort freigelassen werden, haben nicht vorher nochmal einen Gehorsam abrufen müssen oder vorher nochmal erstmal runterfahren müssen und sich das Ganze erstmal angucken, sondern die dürfen da reinschallern und sich damit halt, und das ist der ganz springende Punkt, warum ich das so stinksauer macht und ich den Leuten wirklich eine knallen möchte, die Hunde bringen sich dort in Lebensgefahr. Und ich habe ein Kaliber hinten drin, viele wissen das, Mathilda, die hat keine lange Zündschnur. Sie ist sehr viel länger geworden in den letzten Jahren und der letzte Hund, der ihr gerade eben ins Gesicht gesprungen ist, sie hat das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Früher hätte das definitiv einen Tierarztbesuch bedeutet für den anderen Hund. Weil einfach, das ist so unhöflich und so distanzlos und Hunde bringen sich in Gefahr. Und nicht, weil die Hunde etwas falsch machen, sondern weil ihre Besitzer und Besitzerinnen es versäumt haben, dem Hund beizubringen, wie man sich einer Hundegruppe nähert, wie man sich einer Situation stellt, dass man höflich ist, dass man erstmal nachfragt, dass man sich erstmal selber zeigt und erstmal die anderen rankommen lässt, weil man der hinzukommende Hund ist. Das sind Dinge, und das ist noch die Kirsche auf dem Ganzen, dass man dann noch sagt, ja, mein Hund ist ein bisschen ruppig oder sowas oder der spielt halt so. Da könnte ich kotzen. Das sind nicht eure Hunde, das ist das, was den Hunden beigebracht wird. Und für alle diejenigen, die das vielleicht genauso sehen wie ich, die unsere Hunde da nie spielen lassen würden oder auch wenn wir daran vorbeigehen. Wir müssen eben sehen, wir sind dann in dem Moment Teil davon. Und wenn ihr einen Umweg von 3 Kilometern lauft, dann nehmt den Umweg. Aber ich laufe da in einem schönen Fuß oder mit Leine oder wie auch immer dran vorbei und dann schießt da so eine Meute Hunde auf uns. Das kann ja nicht sein. Und deswegen, wenn ihr in einer Stadt wohnt und ihr habt in diesen Hundewiesen irgendwie die Möglichkeit, eure Hunde auszulassen, bitte geht von diesen Gedanken weg. Das ist einfach nur ein Sammelsurium von immer wieder sich verändernden Energien, wo die Hunde immer wieder darauf reagieren müssen. Und wir haben gerade eben mit den 3 Hunden, wo wir jetzt mit Dan, der auf der Wiese waren, wir mussten jetzt erstmal mehrere Minuten lang danach so eine Ruheübung machen, damit wir die Hunde überhaupt wieder runterbekommen. Das ist Stress. Und das sieht für Laien immer alles so wie Spiel aus. Das ist kein Spiel. Die meisten Hunde gewöhnen sich da einfach nur einen Riesenhaufen Scheiß bei. Oder gewöhnen sich das halt da an. Und in der schlimmsten Konsequenz ist es sogar, dass die Hunde sich auf diesen Wiesen der Gefahr aussetzen. Rudelexterne Hunde müssen nichts miteinander klären oder irgendwas. Sucht euch die Hunde raus, mit denen ihr euch da bewusst trefft. Macht eure Übung zusammen, das heißt, wir laufen angeleint zusammen, wir üben den Abruf unserer Hunde aus dem Spiel miteinander, weil da eine Schleppleine dran ist und wir vorher einfach wissen, okay, eine Schleppleine kann andere Hunde verletzen. Kommt nämlich auch noch da oben drauf, dass im Prenzlauer Berg heute im Park von locker 8, 9 Hunden, die ich gezählt habe, da hatten 3 eine Schleppleine um. Das ist gefährlich und eine Schleppleine, die sich um Hals oder um Beine wickelt, auch da ist wieder der nächste Tierarztbesuch dann vorprogrammiert. Also meidet bitte diese Hundewiesen und macht euch mit eurem Hund lieber eine schöne Zeit. Der hat mehr davon, wenn er mit euch unterwegs ist. Und Sozialkontakt und guten Sozialkontakt lernt der Hund nicht auf diesen Wiesen. Das als Laie kann man das
glaube ich, nicht so gut beurteilen, dass man da wirklich sagt, okay, das hier hat noch einen guten Lerneffekt für meinen Hund. Für uns sieht das eigentlich so aus, als wenn der Hund eine gute Zeit hat und spielt und dabei hat der Hund nur Stress und lernt dann nur Scheiß. Deswegen geht weg von diesen Hundewiesen, stellt euch da nicht in die Ecke und lasst euren Hund da, überlasst euren Hund da nicht sich selbst. Das ist gemein. Das ist einfach gemein. Alles Liebe für euch.